So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar dem Werwolf-Simulator, den ich gerne mal anspielen wollte. Richtig, und wisst ihr, wie es ist, ein Werwolf zu sein? Nein, ich auch nicht, deswegen spielen wir den einfach mal. Ich klicke hier auf Start und seht schon, die erste Nacht beginnt. Und wir hocken hier als Werwolf direkt in London an einer Parkbank und warten nur darauf, dass sich ein paar Opfer an uns schleichen. Ihr seht schon, hier sind ein paar Menschen, gucken sich so ein bisschen an, aber die würden ja nie was erraten, dass ich hier bin. Nein. Ihr seht, die fressen wir alle weg. Ist hier, dann war nicht hier noch einer. Du musst leider auch weg, tut mir leid. Oder war hier noch irgendjemand? Ist irgendjemand entkommen? Ich hoffe nicht. Ne, haben wir alle gefressen. Also die erste Nacht ist vorbei. Ihr seht schon, vier Leute konnten wir fressen. Ihr seht schon, hier in der Zeitung steht, mysteriöse Tode an einer Parkbank. Die Polizei warnt die Leute, sich fernzuhalten, doch leider werden sie nicht hören. Denn ihr wisst, das Problem bei Menschen ist, sie hören nie auf das, was man ihnen sagt. Es ist immer so. Naja, die zweite Nacht beginnt. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Ja, es kommen noch mehr Leute, denn wie ihr wisst, es hört niemand darauf. Ach, ist doch eh nur Humbug. Genau, schauen wir aber mal, bis sie hier näher kommen. Genau, die trauen sich auch noch richtig heran. Ja, du bist mal weg. Du bist auch mal weg. Du auch. Du auch. Und der da hinten entkommen ist, den müssen wir auch nochmal fressen. Richtig, du hier. War sonst noch irgendjemand hier, der meint so, ja. Nee, ich glaube, das war's. Die haben wir alle fressen können. Ihr seht schon hier. Neun Leute konnten wir schon fressen. Oha. Das wird also immer mehr. Und ihr seht schon, der nächste Vollmond. Jede Nacht Vollmond. Oha, was könnte das nur sein? Das ist immer witzig mit diesen Zeitungsartikeln. Also seht schon, das ist wirklich... Und oha, guckt euch den an. Da ist ein Fotograf schon. Da sind schon hier die ersten Schaulustigen, die meinen so, oh, da ist bestimmt irgendwas. Die fotografieren wir doch gleich mal. Da ist er. So, und die sollten wir am besten nicht entkommen lassen, Fotografen. Denn wenn die ein Foto von uns machen, wer weiß, nachher ist das da irgendwie noch in der Zeitung oder so. Lieber gleich fressen. Ja, ja, hier ist da noch jemand. Hier entkommt mir niemand. Nee, es wird auch langsam Tag. Wir müssen wieder zurück. Mal schauen, was passiert ist. Nein, es steht nichts in der Zeitung drin, oder? Nein. Gut, wir müssen aufpassen. Da kommt immer mehr Schaulustige, habe ich das Gefühl. Ja, das sind schon mehr Menschen, als früher da waren, überhaupt. Das heißt, du musst weg. Du musst leider auch weg. Du musst auch weg und du auch. Ihr müsst alle weg. Genau, der mir da gerade entkommen ist, da eigentlich auch. Es sind mir sogar ein paar Leute jetzt gerade entkommen. Das war ein bisschen blöd jetzt. Die kriege ich auch nicht mehr, die sind mir entkommen. Na gut. Ich hoffe, das ist kein Problem. Auf Zeugen hört ja niemand. Und ihr seht es hier auch schon. Zeugen dieser Nacht. Zwei. Oha. Ich hoffe mal, niemand hört darauf. Ja. Und ihr seht es schon. Ja, ein verrückter Park. Und alle schreien, oh mein Gott, ein Werwolf. Aber niemand wird diese Stimme erhören. Es sei denn, der Fotograf entkommt uns. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Wobei, ihr seht schon, es sind schon zwei jetzt. Genau, Stimme weg. Und er hat ein Foto von mir geknipst. Aber ich konnte zum Glück noch ihn und sein Foto fressen. Ein Glück. Genau, bleib einfach mal stehen hier. Ich finde das ein bisschen blöd, wieso bleibe ich einfach stehen. Also wenn ich die wäre, würde ich ja nicht stehen bleiben. Ich würde ja abhauen. Na, aber ihr seht schon, das ist die Dummheit. Huch, ist ja nur ein Werwolf, der frisst andere Leute. Ja. Ja. Man sieht schon, wir sollen nicht mehr kauen, als wir. Wir sollen nicht mehr essen. Mehr, nicht mehr abbeißen, als wir kauen können. Ja, wir passen auf, würde ich mal sagen. Wir essen nur so viel, wie wir essen können, und das ist alles. Oh, und da war ein UFO. Was hat das denn zu bedeuten? Es gibt nicht nur Werwölfe, sondern auch Aliens. Genau, dich nehmen wir mal. Und dich nehmen wir. Und. Genau, da kommt uns niemand. Die fangen mich ja alle ab. Jeden einzelnen. Auf dich und dich und dich. Und den Fotomann, der da hinten war. Ne, der ist schon entkommen, glaube ich. Ja, aber ich hoffe, der hat kein Foto von mir gekriegt. Ansonsten. Ja, es ist morgen in der Zeitung. Das wollen wir ja nicht. Man sieht schon, nee, alles gut. Noch. Nächste Nacht. Und ihr seht schon, oha. Ja, Augenzeugen berichten. Der Wolf ist real. Reporter und Touristen. Ja, die wollen mal ein bisschen Fotos schießen, steht da. Wir müssen aufpassen, da kommen anscheinend immer mehr, die jetzt ein Foto von mir haben wollen. Ist ja auch klar, wenn ein Werwolf irgendwie in eurem Park ist, dann gehen natürlich mehr Leute hin. Das ist natürlich eine tolle Touristenattraktion. Und ich warte, bis die. Ich warte einfach, bis die hier sind. Und dann fresse ich die alle. Also jedenfalls die, die Fotos machen, die sind nämlich am gefährlichsten. Also würde ich jetzt sagen. Ich behaupte es einfach mal, dass sie am gefährlichsten sind. Genau, wo wart ihr denn hier? Ne, wir müssen jetzt hier bleiben, weil es ist schon Tag. Man sieht, das werden immer mehr Augenzeugen. Fünf Stück haben wir schon. Oha. Aber ein Foto gibt es noch nicht, zum Glück. Wer weiß, wie das nachher aussieht. Ihr seht schon, da ist ein Fotograf, noch ein Fotograf, noch einer. Das werden immer mehr.
Das hat niemand gesehen. Nein, überhaupt nicht. Also, ihr seht schon, das sind zu viele Fotografen jetzt. Stirb. Oh. Oha, oha. Die haben alle Fotos von mir gemacht. Nein, löscht sie bitte. Das sind private Fotos. Ich habe Recht am eigenen Bild, hallo? Oha, aber ich glaube, die haben echt Fotos von mir gemacht. Ihr seht schon, ich soll keiner Zeugen entkommen lassen. Aber nein, ist ein Fotofilm aufgetaucht? Nein! Oh, und jetzt wird er die Armee gerufen. Das ist das Problem. Ihr seht sie, hier sind sie. Das ist die finale Nacht, denn diese Nacht werde ich wahrscheinlich nicht überleben, denn ihr wisst, ein Werwolf stirbt durch Bleikugeln. Genau, durch Silberkugeln stirbt er. Wahrscheinlich haben die das auch gerade in den Gewehren drin. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich sterben. Aber ich muss rausgehen, sonst verhungere ich. Also von da. Und das war's. Ihr seht ihn. Den Wolf. Ja, es war der tödlichste Werwolf, den man je gefunden hat. Aber ich bin trotzdem gestorben. Ja, Leute, mein Score ist 47. Das war's mit dem Werwolf-Simulator. Ich fand dieses Spiel eigentlich ziemlich witzig. Klar, es ist nachher immer dasselbe und es wird ziemlich schwierig. Ich glaube, man kann das natürlich auch hochleveln. Was mein Fehler jetzt war ganz einfach, dass ich diese Reporter, ich hätte da einfach ein paar Leute essen sollen, dann wieder ins Gebüsch zurück und nicht zu viel. Weil ich stand ja auch als Tipp, nicht mehr abbeißen, als man essen kann. Weil nachher, wenn man da zu viele Leute isst, da wird man einfach erwischt und dann kommt nachher die Armee rein. Also der Tipp an euch jetzt, weil ihr das ausspielen wollt, esst nur ein paar Leute und dann haut so schnell wieder ab, dass euch niemand sieht. Ist so mein Tipp jetzt nochmal, damit niemand von euch ein Foto schießt. Aber naja, das war's so von diesem Spiel. Jetzt will ich mal wissen, was haltet ihr von diesem Spiel? Wie findet ihr es? Ich find's auf jeden Fall cool. Ihr könnt mir jetzt ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie würdet ihr es finden, wenn ihr wirklich irgendwelche Werwolf-Berichte hättet irgendwie? Ich weiß nicht so. Ja, in der Parkbank bei euch in der Nähe war ein Werwolf. Bitte haltet euch fern. Wenn ihr das hören würdet, was würdet ihr denken? Würdet ihr denken, okay, da ist was im Busch? Oder würdet ihr denken, nö, da lass mal hin, das hört sich interessant an. Was würdet ihr tun? Das ist jetzt meine Frage an euch. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ja, dann wünsche ich euch noch weiter viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal.